In allen Zellen des Körpers gibt es wichtige Zellorgane, die gleich mehrere Funktionen übernehmen. So finden wir je nach Zelltyp 500 bis 2000 Mitochondrien pro Zelle. Mitochondrien sind von einer äußeren Membran umgeben. Zudem besitzen sie eine weitere innere Membran. Der häufigste Mitochondrientyp besitzt eine innere Membran, die weit verzweigt ist, sich einstülpt und in Falten legt. Diese Falten bezeichnet man als Kristä. Des Weiteren ist der Innenraum gefüllt von einer Grundsubstanz der Matrix. Hierin befindet sich eigene, ringförmige DNA, die mitochondriale oder mtDNA. Des Weiteren freiliegende Ribosomen für die Proteinbiosynthese, Vesikel, als auch weitere Enzyme. Mitochondrien werden auch als Kraftwerke der Zelle bezeichnet, denn sie sind unter anderem für die Energiegewinnung der Zelle zuständig. Verantwortlich für diesen Prozess ist die Atmungskette. Dieser Prozess läuft an der inneren Membran der Mitochondrien ab, wo Elektronen von einem Enzymkomplex der Atmungskette auf den nächsten übertragen werden. Des Weiteren werden bei diesem Prozess Protonen aus der Matrix in den Zwischenraum transportiert. Und es wird ein Protonengradient aufgebaut. Das heißt, es befinden sich mehr Protonen im Zwischenraum als in der Matrix. Diese Protonen werden nun durch das Enzym ATP-Synthase wieder zurückgeleitet über die innere Membran in die Matrix. Und es wird dabei aus Adenosindiphosphat, kurz ADP, und Phosphat, der universelle Energieträger Adenosintriphosphat, ATP, gebildet. Mitochondrien sind also dafür zuständig, die chemische Speicherform für Energie für die Zelle in Form von ATP bereitzustellen. Zudem findet der Zitronensäurezyklus, die Drehscheibe des Zellstoffwechsels, in der Matrix der Mitochondrien statt. Diesen haben wir bereits in einer anderen Kreidezeit erklärt. Mitochondrien haben allerdings noch weitere Funktionen. So speichern sie zum Beispiel Calciumionen. Diese geben sie bei Bedarf ab und regulieren somit den Calciumspiegel der Zelle. Des Weiteren findet in der Matrix der Mitochondrien in tierischen Zellen die Beta-Oxidation der Fettsäuren statt. Mitochondrien leiten auch den programmierten Zelltod ein, die Apoptose. Insgesamt übernehmen Mitochondrien also zahlreiche Aufgaben in einer eukaryotischen Zelle und sind somit von zentraler Bedeutung.